Hallihallo zusammen. Willkommen auf dem Kanal von Warwick und Framus oder Framus und Warwick, je nachdem, wie dick eure Seiten sind. Mein Name ist Hans Platz und ich habe vor mir, ein kleines Paddleboard zusammenzubauen und verwende dazu Teile aus der Rockboard-Serie. Und auf die Reise will ich euch mal ein wenig mitnehmen. Rockboard hat sich spezialisiert auf alles rund ums Effektboard. Wirklich schlaue Lösungen für allerlei Probleme, die einem früher oder später begegnen, wenn man sich so ein Effektboard zusammenstellen will. Es gibt natürlich die Boards als solche in unterschiedlichen Größen, mit Gigbag oder mit Koffer. Ich habe hier so eine mittlere Größe, richtig für ein, zwei Wah-Wah-Pedale oder Volume-Pedale und noch kleinere Effekte. Hier vorne ist ein modulares System, wo man verschiedene Dinge hineinstecken kann, wie zum Beispiel eine Stromversorgung. Das ist alles wirklich sehr schlau gemacht. Ja, und Rockboard hat sich wirklich, wirklich schlaue Dinge einfallen lassen. Also für Probleme, die einem früher oder später begegnen, wenn man so ein Board bestücken will. Was oft übersehen wird, was ganz wichtig ist, sind natürlich die Kabelverbindungen. Und abhängig davon, was für Kabel ich verwende, habe ich viel Platz auf dem Board oder ganz wenig. Und dafür hat sich Rockboard etwas ganz, ganz Schlaues einfallen lassen, nämlich diesen kleinen Connector. Und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dieser Stecker hier ist ein kleiner versetzter Connector, wie man ihn vielleicht schon mal gesehen hat, mit einer kleinen tollen Neuerung. Ich kann nämlich die eine Seite hier verschieben. So habe ich eine gerade Steckverbindung. Ich kann aber auch stufenlos hier weiterschieben, um alle möglichen Höhen und Abstände zwischen unterschiedlichen Buchsen der einzelnen Effektgeräte auszugleichen. Und das ist wirklich eine einfache, aber absolut geniale Idee. Und damit kann ich ganz, ganz viel Platz sparen. Die meisten derartigen Konnektoren sind starr. Das heißt, es gibt immer nur genau eine Position, wie man diese Teile verwenden kann. Ich kann den stufenlos verstellen auf eine Länge. Ich glaube, es sind 19 mm. Und ja, das ist wirklich sehr schlau. Weil wenn dieses Teil hier starr ist und ich trete irgendwie drauf, dann riskiere ich auch immer, dass irgendeine Buchse dabei kaputt geht, wenn das Teil nicht hundertprozentig genau sitzt. Ich zeige euch das mal. Wenn dieses Teil jetzt nicht beweglich wäre, dann gäbe es genau eine Position, in der ich die anbringen kann, nämlich diese hier. Und was sieht man hier? Die Pedale sind zueinander versetzt. Und jetzt kann ich das einfach hier hochschieben. Und schon sind die beiden Dinger bündig. So, wenn ihr euch das jetzt hier mal anschauen wollt. Ich habe jetzt hier zwei Effektgeräte miteinander verbunden mit diesem Konnektor. Und dadurch, dass dieser eine Stecker verschiebbar ist, gleiche ich damit wunderbar den Höhenunterschied aus der beiden Buchsen. Gleichzeitig liegen die beiden Effektgeräte flach auf dem Boden auf dem Effektboard. Und die beiden Effektgeräte sind auf einer Höhe. Und das ist wirklich genial. Das spart unheimlich viel Platz auf dem Board. Ich probiere nochmal zwei andere aus. So, jetzt habe ich noch hier ein Effektgerät. Das stecke ich jetzt auch mal an. Die Reihenfolge ist mir jetzt erstmal wurscht. Hier rein. Hier rein. Und fertig. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr geil, das Ganze. So, ich hoffe, ich konnte euch was Neues erzählen über diesen wirklich kleinen, tollen, neuen Stecker. Bald gibt es hier mehr zum Rockboard und zwischendrin würde es mich freuen, wenn ihr mal auf meinem Kanal vorbeischauen würdet. Mein Name ist Hans Platz und ich gehe jetzt Gitarre spielen. Ciao.